Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Heute bringen wir mal wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in unser Leben und auch in die Spiritualität. Weil viele von uns sind schon sehr, sehr spirituell, gerade ja, auch wenn ihr meine Videos anguckt, seid ihr das auf alle Fälle. Und häufig ist da aber noch so eine Schwere, ja, so ein... Man spürt es häufig auch mehr erstmal bei anderen als bei sich, weil wir unsere Themen ja immer in anderen erkennen. Und ich habe da irgendwann erkannt, so ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, wo immer so eine Schwere mitschwingt. Ja, super spirituell, super intelligent, super viel Wissen, aber da war immer so diese Schwere. Und dann dachte ich mir irgendwann so, oh, muss es denn so schwer sein? Ja, und immer wenn ich alleine irgendwo unterwegs war, mir eine Stadt angeguckt habe oder über die Wiese gesprungen bin oder egal was ich gemacht habe, war plötzlich so viel Leichtigkeit und Frieden und Liebe. Und immer wenn ich dann in den Austausch mit anderen gegangen bin, war es häufig so schwer. Und mittlerweile spüre ich das sehr, sehr deutlich, in welchen Menschen so eine Schwere steckt. Das ist häufig, wenn man zu sehr im Kopf ist. Und deswegen, es sind auch viele spirituelle Menschen noch sehr im Kopf und deswegen haben die immer so eine Schwere. Und es ist aber, sollte das Ziel sein, der Spiritualität aus meinem Gespür heraus in die Leichtigkeit zu kommen und auch Blockaden spielerischer zu lösen und nicht immer so, boah, so Angst davor haben oder diese Schwere oder dieses ich muss. Ja, das darf und wird in Zukunft viel leichter und spielerischer vonstatten gehen. Wichtig ist einfach nur zu erkennen, wie man die Sachen angeht und ob das wirklich so schwer sein muss. Weil wir nämlich aus unserem, ich sage jetzt mal, weltlichen Leben kommen, irgendwann uns mit dem Thema Spiritualität beschäftigen, mehr und mehr lesen, lesen, Wissen aneignen und uns öffnen dafür. Und irgendwann sind wir dann spirituell. Und haben so das Gefühl, ja, jetzt, wir wissen schon ganz schön viel, ne? Im Vergleich zu denen, die nicht spirituell sind, wie das Universum funktioniert. Aber es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Anwenden. Und auch sich für die Leichtigkeit zu öffnen, weil wir von dem einen Verkopften der materiellen Welt ins Verkopfte der spirituellen Welt wandern. Und dann sind wir immer noch im Kopf. Und Spiritualität bedeutet nicht, von Kopf in Kopf zu wandern, sondern von Kopf ins Herz. Und das Herz, die Seele, ist Leichtigkeit. Und deswegen, ich habe da übrigens auch ein Video, dass Spiritualität Humor braucht oder humorvoll sein sollte. Das werde ich euch am Ende auch verlinken. Das Ding ist nämlich, unsere Seelen sind witzig, verspielt, liebevoll, ohne Angst. Die geistige Welt ist genauso. Ja, die lachen sich da oben schlapp, wie wir hier schwer an die Sachen rangehen. Ja, und es gehört auch zu unserer Aufgabe, von der Schwere in die Leichtigkeit zu wandern. Und da binden wir uns häufig schwere Menschen ans Bein und benutzen die auch dafür, nicht in die Leichtigkeit zu kommen. Ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich für mich alleine war, war ich leicht. Wenn ich mit anderen unterwegs war, war ich schwer und so verkrampft und eingeschüchtert oder ich konnte nicht so frei und kindlich sein, wie ich es alleine für mich war. Und dann dachte ich, das ist normal, Daniela, weil du bist halt mit anderen immer so ein bisschen verklemmter, als wenn du alleine bist. Ich dachte, das ist so, aber das war nur meine Wahrnehmung, weil ich mit solchen Menschen zu tun hatte. Und das ist jetzt nicht allein, dass ich, also ich möchte die auch nicht, die sind ja nicht böse oder schlecht, sind ja super liebe, intelligente Menschen. Und das macht es ja so schwer, das zu erkennen, weil wir ja sagen, ja, ich kann jetzt nichts Schlechtes sagen. Ich bin halt nur vielleicht ein bisschen verkrampfter oder es ist irgendwie so ein komisches Gefühl immer dabei. Wir müssen ja niemanden schlecht machen und ich möchte ja niemanden schlecht machen. Ich habe nur für mich das eben erkannt und habe dann auch einige nochmal so aussortiert, die diese Schwere hatten, weil ich diese Menschen
Ich dachte immer, die haben mich benutzt. Aber ich habe sie benutzt, um in der Schwere zu bleiben, dass ich nicht weiterkomme. Ja, ich habe sie als Ballast benutzt, dass ich nicht weiterkomme. Weil als sie plötzlich weg waren, dachte ich mir so, ach, jetzt geht's ja weiter, das ist ja interessant. Und da war so viel Leichtigkeit. Ich habe mich nicht einsam gefühlt. Es ist ein Wechsel. Schaut mal, ich bin an so einem Wechsel, wo ich wirklich sagen kann, ich habe jetzt gerade so faktisch eine Handvoll Menschen, die mir wichtig sind, aber niemanden, an den ich mich festklammer. Da ist kein Klammern mehr. Ich habe keine Verlustangst mehr. Ich habe keine Angst, jemanden zu verlieren, der nicht zu mir passt. Und das gibt mir viel Leichtigkeit zurück. Weil jetzt auch mehr und mehr Menschen zu mir kommen, die auch leicht sind oder sein wollen. Weil viele, die wollen einfach schwer und verkopft bleiben, das ist auch völlig in Ordnung. Das darf man auch nicht bewerten. Nur ich möchte, und ich möchte die Menschen, die mit mir in Resonanz stehen, von der Schwere in die Leichtigkeit führen. Und wer das möchte, darf mitgehen, seinen Weg selber gehen, sich inspirieren lassen. Und wer es nicht möchte, der braucht nicht mitgehen. Aber ich werde keinen mehr mitziehen. Ich werde nicht versuchen, jemanden zu überzeugen. Ich werde nicht sagen, die Spiritualität aus dem Kopf ist blöd und weg damit. Nein, es darf ja jeder wählen, was er möchte. Wichtig ist nur, sich im Geiste zu öffnen, dass es leicht sein kann. Einfach, spielerisch. Wenn ich irgendwo durch den Wald gehe, dann sehe ich ein paar Baumstämme. Dann hüpfe ich da so ein bisschen drauf intuitiv, da macht es einmal Knicks, Knacks bei mir in der Hüfte das so. Und dann denke ich mir, auch schön, hast du wieder ein Blockädchen eingerenkt, Daniela. Das ist ja toll. Hat ja auch noch Spaß gemacht. So leicht kann das gehen. Oder ich laufe über die Wiese und habe eine Erkenntnis. So leicht kann es gehen. Ich lese keine Bücher mehr, wo ich mich durchquälen muss, weil die sind aus dem Kopf geschrieben. Die bringen mich nicht so sehr weiter, weil das ist so zäh. Und das hatte ich als Kind schon immer, auch in der Schule. Manche Sachen, die ich lernen musste, die sind nicht in meinen Kopf gegangen. Und ich dachte mir, ich bin dumm. Aber ich war gar nicht dumm. Mein System hat einfach gesagt, nee, entweder das ist eh nur die Halbwahrheit oder das brauchst du nicht oder das ist will. Das wollte mein System nicht aufnehmen. Das ist so wie, keine Ahnung, so schlechte Nahrung, wo man sagt, ist das jetzt? Und mein System sagt, nee, ich mag jetzt aber keinen Burger mit Pommes, das tut mir nicht gut. So hat sich das angefühlt. Und dann ist so viel Schwere gekommen. Und es darf wieder weg. Und deswegen merkt euch bitte auch jeder, auch von erfolgreichen spirituellen Lehrern oder wer auch immer, jeder, der so eine Schwere hat und ihr spürt es, wenn ihr in euch hineinspürt, spürt ihr die Schwere des anderen. Und immer wenn das so, ich kann es nicht beschreiben, es ist so ein Gefühl, ne? So wie so ein Runterziehen oder wenn man schon vorm Video weiß, oh Gott, da ist jetzt irgendwas, da zieht sich schon mein Magen zusammen. Aber man schaut sich's an, weil man denkt, ich brauche das jetzt, das ist wichtig. Ich darf mich da jetzt nicht verschließen, weil das ist jetzt eine wichtige Botschaft oder ein wichtiges Video. Ich muss mir das jetzt reinpressen, weil man so dran gewöhnt ist an die Schwere. Deswegen sucht man sich das dann auch in der spirituellen Welt wieder die Schwere, weil man die immer noch in sich hat. Die Schwere aus der materiellen Welt nimmt man mit in die spirituelle Welt. Und dann ist da so viel Schwere und Angst und Panikmache. Und das ist aber nicht spirituell, weil Menschen, die wirklich spirituell sind und aus der Seele sprechen und nicht aus der Angst, aus dem Verstand, die haben keine Schwere und die haben auch keine Angst vor dem, was kommt. Weil das Vertrauen, das Liebe. Und zwar nicht diese Lali-Lu-Liebe, wir nehmen uns alle an die Hände und alles ist gut. Nee, ehrliche Liebe. Weil unterschätzt nicht, dass auch die Gefühle der Menschen auf euch abfärben oder sich übertragen. Auch über Videos. Also wenn ihr euch ein Video anguckt von jemandem,
der vielleicht sagt, ich bin in meiner Leichtigkeit, aber in sich die Schwere hat und ihr euch danach schwer fühlt, ja, da kann jemand 10-mal gesagt haben, ich bin leicht und Licht und Liebe. Wenn ihr euch danach schwer fühlt, dann hat er irgendwas nicht so ganz gestimmt von dem, was die Person gesagt hat. Deswegen lasst euch da bitte nicht blenden oder beeinflussen von Worten, sondern haltet immer Rücksprache mit eurem Gefühl, auch mit eurem Bauchgefühl. Wie fühlt sich das an mit der Person? Weil auch über Videos ein Energieaustausch stattfindet. Und das ist wichtig, um diese Schwere loszuwerden, dass wir dann eben uns auch mal von Menschen trennen, die diese Schwere in sich haben. Und schaut mal, ich hole mir ja auch Hilfe von außen, auch sei es jetzt mal bei Beratern, ja, oder auch in der Vergangenheit. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass viel so auch so schwer war und so angstbehaftet oder so negativ. Also mir hat auch mal jemand gesagt, so meine Ahnen brauchen meine Hilfe und sie rufen mich und sie brauchen mein Herz, meine Heilung und ich habe eine wichtige Aufgabe und ich habe die bekommen, aber ich habe sie auch übernommen und sie brauchen mich. Und da dachte ich mir dann auch im Nachhinein so, sind die im Mangel oder was, dass die mich brauchen? Das ist so ein Blödsinn. Also erstmal, wir alle heilen unsere Ahnenlinie durch. Mit dem, was wir in uns heilen, heilen wir nicht nur in der Welt, sondern auch in der Zeit vorwärts, aber auch in der Zeit zurück, also auch in der Ahnenreihe. Also wir heilen immer unsere Ahnen. Das Thema, was wir in uns lösen, heilen wir in den Ahnen, weil wir das fortgeführt haben. Ja, das heißt jetzt emotionale Abhängigkeit oder was auch immer. Wir heilen das automatisch. Und man muss sich das nicht so vorstellen, wie dass die da so anklopfen und sagen, heil mich, heil mich. Ja, die sind schon lange in der Welt vom Licht und Liebe, die sind nicht im Mangel. Die sagen nicht, ich brauche dich. Das ist auch keine Liebe, das ist der Mangel. Und das gibt es in der geistigen Welt nicht. Also da braucht uns keiner, der sagt, oh, ich brauche die Daniela, weil sonst werden wir nicht heilen. Blödsinn. Keiner da braucht mich im Sinne von dieses mangelnde Brauchen, ne? aus dem Mangel heraus. Also lasst euch da auch nichts einreden. Wir haben da alle göttliche große Aufgaben, die wir aber spielerisch lösen dürfen. Ja, und nicht so, oh, ich muss der Welt helfen. Ja, ich habe eine wichtige Aufgabe. Ja, wir haben alle wichtige Aufgaben. Und das dürfen wir aber auch mit Spaß und Freude machen. So ist es auch gedacht. Ja, und da habe ich häufig irgendwie was gehört oder auch, keine Ahnung, oh, ja, du hast da noch eine Blockade und da, wo ich mir denke, ja, mit Sicherheit habe ich Blockaden. Ja, aber da war dann in der Information immer so eine Schwere, wo ich mir denke, ja, deswegen gehe ich ja durchs Leben, deswegen gehe ich jetzt auch vorwärts, deswegen bewege ich mich ja auch, weil wenn wir uns bewegen oder wenn wir unseren Weg weitergehen und der Seele folgen, und das ist der Weg der Freude und der Leichtigkeit, wenn wir diesem Weg folgen, dann lösen wir uns automatisch die Blockädchen. Ja, ich muss das gar nicht wissen, wo. Wir haben eh alle das Gleiche. Oder Ähnliches. Ja, wir alle sind im Herzen noch nicht 100% geöffnet, weil wenn wir das wären, hätten wir überhaupt keine Ängste mehr. Da wäre nur Liebe und Vertrauen. Ja, also jeder Mensch hat Blockaden und das muss man nicht so, ne? Blockaden sind ja auch gut, wenn ich die nicht hätte, ne, dann wäre ich jetzt schon sonst wo und da könnte ich noch gar nicht sein, weil es mein System noch gar nicht tragen kann. Ja? Also Blockaden sind auch gut und die werden immer dann gelöst, wenn der nächste Entwicklungsschritt ansteht. Ja? Also wenn, wie soll ich das sagen, wir denken immer, wir müssen jetzt mit dem Kopf, wenn wir irgendwo eine Blockade haben, wir müssen jetzt mit dem Kopf nach der Lösung suchen. Ja, sagt dir einer, du hast im Sakralchakra eine Blockade, dann guckst du, wie kann ich das lösen?
Das macht der Kopf. Intuitiv würdest du vielleicht eh die richtigen Sachen tun und essen und in die Wege leiten, die dir helfen würden. Aber wenn der Kopf auf die Suche geht, dann wird es immer kompliziert und so aus dem Mangel und aus dem Muss. Ja, dann laufen wir durch die Welt. Sakralchakra. Da habe ich eine Blockade. Wie kann ich das lösen? Aber es wird automatisch, werden wir dahin geführt, was uns hilft, Blockaden zu lösen. Die müssen wir eben gar nicht unbedingt alle kennen, weil im richtigen Moment die richtige Blockade gelöst wird. Und da werden wir von unserer Seele und von der geistigen Welt hingeführt. Und es gehört zu dem Weg dazu. Ja, weil wenn unser Kopf sagt, ich möchte die Blockade lösen, dann weiß er gar nicht, ob die Zeit dafür reif ist. Weil der Kopf möchte immer, dass wir sofort perfekt sind, alles gelöst haben und weiter und zack und das nächste. Klar will das unser Köpfchen. Unser Köpfchen will ja auch perfekt sein. Unser Köpfchen will blockadenfrei sein. Aber was will denn unsere Seele? Die Seele sagt vielleicht, nee, es ist jetzt gut, dass du da noch eine Blockade hast, weil die Energie jetzt noch nicht in Fluss ist. Und das wird sich im richtigen Moment lösen und du wirst im richtigen Moment zu den richtigen Menschen oder den richtigen Videos oder was auch immer geführt werden. Du wirst geführt. Nicht dein Kopf führt dich, sondern du wirst geführt von der Seele und von der geistigen Welt. Ja, und deswegen schaut mal, ich werde doch jetzt auch Anfang Dezember nach Zypern fliegen für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Und ich bin dahin geführt worden von meiner Seele. Mein Kopf hat gesagt, Zypern, warum Zypern? Was willst du da? Du gehst hier nicht mal griechisch essen. Also was willst du auf Zypern, Daniela? Sagt mein Kopf. Aber meine Seele sagt, du gehst jetzt nach Zypern. Ja, ich hatte den Impuls. Und das fühlt sich so leicht an und ich freue mich drauf. Auch wenn da manchmal noch kleine Ängste oder Unsicherheiten sind, aber so das Grundgefühl ist Freude. Und dann weiß ich, es ist richtig. Und früher habe ich immer so Sachen gemacht, wo ich Angst teilweise davor hatte, ja. Irgendwelche energetischen Behandlungen oder sonst was, oder wo ich mir dachte, so, oh, ne? Also, ich hatte da Angst davor oder also, es hat mir keine Freude erzeugt. Heute würde ich sowas nicht mehr machen, weil wieso soll ich mich so quälen und foltern? Das ist ja alles Selbstfolter. Das kann ja alles mit Leichtigkeit und Liebe gehen. Nicht mit Angst und Wut. Ja, und deswegen fliege ich jetzt nach Zypern und da werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal Blockaden auflösen. Aber nicht mit dem Kopf, der sagt, ja, wie löst du die denn? Nee, ich gehe einfach an den Strand, ich gehe dahin, ich treffe Menschen. Ich gehe zum Sport, wenn ich Lust habe. Ich gehe spazieren, ich gehe schwimmen. So mache ich das. Aus der Freude, aus der Leichtigkeit und aus dem Vertrauen, dass es alles im richtigen Moment passieren wird. Und nicht aus dem Muss. Ja, du musst jeden Tag meditieren und hier Third Eye Opening Meditation und Heart Opening Meditation und ja, hier öffne dich, öffne alles hier. Chakren durchreinigen und so weiter. Ja, und dann sitzt man da manchmal vielleicht eine halbe Stunde da und quält sich durch irgendeine Meditation, wo man keinen Bock hat. Und ich habe das auch manchmal und dann mittlerweile ist es wirklich so bei mir, wenn ich dann schon manche Stimmen höre und es dann so irgendwie zu sehr, ich kann es gar nicht, ich möchte jetzt auch nicht schimpfen über irgendwas, versteht mich nicht falsch, aber wenn es dann zu sehr gesäuselt oder zu sehr und ich die Stimme nicht mag, dann sage ich, mach das aus, Daniela. Was tust du da? Mach's doch aus. Ja? Dann wird halt dein Herzchen heute nicht geöffnet. Ja, dann lass doch zu, mach's halt morgen oder mach's irgendwie anders. Und da halte ich mit einem Käfer oder mit einer Obstfliege. Ja, da kann dein Herzchen auch geöffnet werden. Wisst ihr, was ich meine? No, und dann lache ich da dann auch drüber, über dieses Schwere. Und ich habe ja auch eine Herzöffnungsmeditation, ja. Also das ist ja nicht per se schlecht, aber spürt bitte immer in euch hinein, was mitschwingt, ja, was da für Gefühle vom anderen sich auf euch übertragen. Spürt in euer Herz, spürt in euren Bauchraum hinein.
Und immer wenn es sich so eng oder so schwer anfühlt, dann tut es euch nicht gut, weil wirklich viele Menschen wollen einfach nur eure Liebe. Also jetzt nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern es ist was Energetisches. Und ich weiß, Menschen, die jetzt zum Beispiel mit mir in Resonanz stehen, die haben sehr viel Liebe in sich. Ja, sehr viel Energie und Kraft. Und ich sage das nicht, um zu schleimen, sondern weil ich mich kenne, also kenne ich euch, die ihr mit mir in Resonanz steht. Ja, das ist eine Gesetzesmäßigkeit. Und deswegen müssen solche Menschen auch aufpassen, wo sie ihre Liebe investieren. Weil wenn ihr euch irgendwas anschaut, investiert ihr eure Liebe da rein. Und das kommt zu demjenigen, der da was aufgenommen hat. Ja, wenn ihr euch mein Video anguckt, schickt ihr mir auch Energie. Ich schicke euch Energie. Das ist ein Energieaustausch. Hier geht das Räucherstäbchen übrigens durchs Bild. Ne? Also keine Angst, das fackelt mir nicht die Bude ab. So viel zum Thema Leichtigkeit. Hier brennt gerade alles ab, das ganze Haus ab. Aber ich sitze hier in meiner Leichtigkeit, so wie auf der Titanic. Ja? Ich würde auch bis zum Ende singen, also auch wenn ich nicht singen kann. Aber ne, so viel dazu. Ja, jetzt habe ich mich wieder schön aus dem Konzept gebracht. Deswegen spürt in euch hinein, es ist ein Energieaustausch. Auch wenn ich jetzt das heute aufnehme und ihr euch das in einem Jahr anschaut oder so, die Energie, die ich reingebe, ist noch abgespeichert. Und das macht was mit euch. Nicht nur meine Worte, sondern auch meine Energie, meine Gefühle. Wenn ich das aus dem Mangel mache oder aus dem, bitte habt mich lieb, bitte gib mir Bestätigung, ja, aus dem Ego, dann macht das mit euch natürlich was anderes, als wenn ich es einfach aus der Seele mache, weil es mir Spaß macht und mir bereitet es Freude. Ja, und deswegen mache ich das. Und diese Energie wirkt. Ja, und deswegen seht es immer nicht nur einseitig mit den Videos, auch so, dass da jemand was für euch macht, weil ihr macht auch was für denjenigen, wenn ihr es euch anschaut. Es ist wie eine Kommunikation zwischen den Seelen. Und es ist beidseitig. Und die Energie, die ich reingebe ins Video, die kommt zurück zu mir. Und das ist wie eine Spiegelung quasi. Ja, oder ein Austausch, eine Kommunikation auf feinstofflicher Ebene. Und deswegen passt auf, was ihr euch anseht oder anhört, weil eben genau das zu euch kommt, was mitschwingt in dem Video. Und genau, und wenn das eben so eine, ja, so eine Schwere manchmal ist, dann kommt auch die Schwere an. Und wenn das aus der Liebe, aus der Seele gesprochen ist, dann spürt ihr das auch. Ja, da muss man manchmal gar nicht so genau hinhören, weil man einfach nur die Energie spürt und bekommt. Ja, so viele sagen immer so, ich mache jetzt eine Energieübertragung und ja, jetzt lasse ich es nochmal fließen hier, die Energie zu euch. Ja, das machen wir eh automatisch. Da muss ich jetzt nicht künstlich irgendwas aufbauschen und sagen, so, ich lasse jetzt nochmal die Energie fließen, weil die fließt die ganze Zeit. Jedes Video ist eine Energieübertragung. Das muss ich nicht dazu sagen. Jedes Video ist ein Channeling, auch von mir, weil ich aus der Seele spreche und mit der geistigen Welt verbunden bin. Ja, aber das muss ich nicht dazu sagen, weil das dann so ist wie, ich mache jetzt ein Channeling mit Energieübertragung. Ja, das catcht die Leute. Cool, Channeling, Energieübertragung. Ja, bitte her damit. Alles ist Energieübertragung. Alles ist ein Channeling. Aber eben, wenn ich aus dem Herzen, aus der Seele spreche, weil auch diese Channelings aus dem, habe ich auch ein Video, verlinke ich auch am Ende, die so aus dem Verstand kommen, ja, die gehen durch den Filter, durch den Verstandesfilter, ja, und dann ist es nicht reinen Herzens, weil das Channeling der Zukunft darf übers Herz sein. Und da muss man nicht so weg sein und sagen, so, ich verbinde mich in der geistigen Welt, ich bin jetzt weg, jetzt kommt die Energie. Das muss nicht so sein, weil wir alle channeln, auch Kinder, ja, oder Menschen, die intuitiv reden. Und wenn ich aus dem Herzen intuitiv channele, dann ist es ein viel reinerer Kanal, als wenn ich mich jetzt verbinde und das Ganze über den Kopf durchziehe, weil wir da immer unser Ego dazwischen haben. Ja, und deswegen auch diese ganzen Channelings aus der Vergangenheit, die dann auch so schwer und sonst irgendwas sind, die
laufen alle durch den Ego-Filter. Und den gibt es nicht, wenn man den direkten Weg übers Herz nimmt. Da ist kein Ego dazwischen. Das kann danach kommen und sagen, Daniela, was hast du da jetzt wieder gequatscht? Ja, aber das ist jetzt, hat es Sendepause, weil es übers Herz geht, nicht über den Kopf. Und deswegen, wir sind im Endeffekt alle Menschen, also wir sind Kanäle. Und die Frage ist immer, was bin ich für ein Kanal? Und wie rein ist mein Kanal? Und wie rein ist das, was ich spreche? Und spreche ich aus dem Herzen? Natürlich ist das nicht immer perfekt, ja? Wenn man es mit dem Kopf bewerten möchte. Aber es ist reinen Herzens. Und das ist es, worauf es ankommt. Und es schwingt eine andere Energie mit. Liebe und Leichtigkeit. Und wir alle haben die Verbindung zu unserer Seele, wenn wir aus der Intuition sprechen. Wir alle haben die geistige Welt an unserer Seite. Aufgestiegene Meister, Engel. Wir haben das alle. Aber eben den Zugang haben wir dann, wenn wir aus der Schwere in die Leichtigkeit gehen. Wenn wir in die Freude gehen, dann haben wir den Zugang. Und da habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit Gänsehaut, weil es ist dann wie so ein in den Arm genommen werden. Weil ich weiß, so hier, mein geistiges Team, die feiern das. Die sagen, ja, Daniela, geh in die Freude, raus aus dem Dreck der Schwere. Schwing dich auf, lass allen Ballast hinter dir. Ja, löst deine Blockaden. Ja, du hast noch was. Ja, und? Ist doch gut, wenn du keine mehr hättest, was willst du dann noch hier? Hab doch keine Angst. Du hast doch alles schon geschafft bisher. Ja, da ist ja keine Angst da oben, da ist ja Vertrauen und Liebe. Und dann kommt aber auch die Leichtigkeit zurück, wenn wir uns das bewusst machen und auch nicht so mit dieser Ehrfurcht. Ne? Manchmal, wenn irgendwie gechannelt wird oder wenn, keine Ahnung, wenn wir mit Gott beten, ja, wie habe ich früher gebetet, so die ganze Zeit, ja, lieber Gott und bitte und könntest du und ja, und ich war böse und ich war schlecht und ich war so und so. Pff. Heute weiß ich, lieber, der liebe Gott ist eine Obstfliege, ja, wenn eine Obstfliege sich auf mich draufsetzt und sage ich, hey, na, lieber Gott, alles klar bei dir, wie läuft's? Ja, und dann ist es so witzig. Und dann ist es auf einer Ebene, ne? Weil wir denken immer so, die geistige Welt ist über uns. Und wenn da jetzt jemand gechannelt wird, ja, dann so, oh, Ehrfurcht. Und dann nehmen wir das eins zu eins mit, weil das ist ja aus der geistigen Welt. Aber durch welchen Filter das gelaufen ist, das berücksichtigen wir nicht. Deswegen auch hier beim Channeling oder bei sonst was. Hört immer auf euer Gespür. Es muss nicht alles richtig sein, was von da oben nach da unten kommt, wenn der Kanal nicht 100% rein oder liebevoll oder lichtvoll ist. Und wir sind alle Kanäle. Wir sind alle auch hier, um von oben die Liebe nach unten zu bringen in die Welt. Das ist unsere Aufgabe. Auch meine. Und ich kann und soll und darf und muss Spaß dabei haben, weil sonst kann ich das nicht machen. Das geht ja technisch gesehen gar nicht, wenn ich in der Schwere bin. Wie soll ich denn da Liebe in die Welt bringen? Das geht gar nicht. Das ist technisch gesehen gar nicht möglich, wenn man selber schwer ist, Leichtigkeit zu verankern. Ja, und deswegen gehe ich auch bewusst eben immer mehr Schritte in die Leichtigkeit und merke einfach, dass es mir gut tut, dass ich plötzlich einfach so wie aus dem Nichts Antworten habe auf Fragen, wo ich mir früher den Kopf zerbrochen hätte und es alles viel leichter geht und viel einfacher und spielerischer. Und deswegen löst euch von so zähen
verkopften, schweren Energien. Klammert euch nicht daran fest. Und denkt nicht, dass ihr die braucht. Spürt in euch hinein, ob ihr manche Botschaften oder so wirklich hören wollt oder braucht. Ja, weil manchmal ist man so dran gewöhnt, Nachrichten anzugucken, weil man muss ja wissen, was in der Welt los ist. Und wenn man danach ein schlechtes Gefühl hat, ja okay, aber ich muss es ja anschauen, weil ja, ich muss ja informiert sein. Und viele haben sich schon von den weltlichen Nachrichten abgewandt, aber haben das Ganze dann in die Spiritualität übernommen und haben dann da auch diese Schwere und diese, oh, wisst ihr, was ich meine? Es ist so, mehr kann ich gar nicht dazu, ich kann es gar nicht so in Worte fassen. Spürt eben einfach in euch hinein, was immer mitschwingt. Leichtigkeit, Liebe, Ehrlichkeit auch, ne? Die Liebe ist sehr ehrlich und direkt. Oder ob da immer so eine Schwere und so, wisst ihr, was ich meine? So, und jetzt sind wir, also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte mich echt nicht lustig machen, aber so, das ist so schwer für mich. Ne, dieses, und in Zukunft müssen wir, ne, das ist so schwer, zäh und manchmal auch nicht mehr wirklich menschlich, sondern so wie so betäubt. Ja? Und deswegen, ich möchte, dass wir lebendige Menschen werden, ganze Menschen mit allen Gefühlen, die aber aus dem Herzen, aus der Liebe sprechen. Und das eine schließt das andere nicht aus, im Gegenteil. Ja, und deswegen, hört auf euer Gefühl, lasst euch inspirieren von anderen, aber hört immer auf euer Gefühl. Hört nie allein auf das, was von außen kommt, auch wenn ihr in Beratungen wart und jemand gesagt hat, du wirst deinen Seelenpartner nicht treffen oder oh, das wird schwer. Ganz ehrlich, wenn ihr euren Weg weitergeht, wenn ihr euch trennt von Menschen, die euch nicht gut tun, wenn ihr in eure Freude und Leichtigkeit geht, ja, ist es technisch gesehen gar nicht möglich, dass ihr dem Seelenpartner nicht begegnet oder dass ihr nicht glücklich werdet. Ja, also deswegen lasst euch da nichts einreden, lasst euch nicht blockieren und lasst euch nicht in diese Schwere ziehen und lasst es nicht zu eurer Realität werden. Dann wird auch der Seelenweg wieder ein bisschen leichter, liebevoller und unbeschwerter. Und das dürfen wir alle anerkennen, dass das in Zukunft so sein darf. Mehr und mehr. Und ich nehme euch da gerne auch mit in meine Leichtigkeit. Also ich werde auch in Zukunft wahrscheinlich mehr Vlogs und sowas machen, ja, dass ihr einfach seht, wie ich durchs Leben gehe, wie kindlich, ja, oder auch hier mit meinem Herzchen, meinem Lachenden, das gehört auch schon so zu mir. Ja, man sieht's, Daniela, man sieht's. Sieht man mich? Ja, man sieht dich. Ja, man sieht dich. Genau, so, das Einzige, was mir immer Leichtigkeit nimmt, ist das Mikro, aber wir lassen uns davon auch nicht durcheinander bringen. In diesem Sinne, meine Lieben, darf euch, darf dir, wie immer, völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst.